Hallo meine Lieben, ich bin aus der Sommerpause zurück. Die hat eigentlich schon viel zu lange gedauert, aber irgendwie konnte ich mich gar nicht dazu aufraffen, bei dem schönen Wetter hier weiterzumachen. Und am Ende war es der Whisky-Nerd, der mir sagte, Mensch Tom, wann machst du mal wieder ein Video? Und da ist mir aufgefallen, Mensch, das ist schon lange her. Ich war natürlich nicht untätig in meiner Sommerpause. Also man sieht hier diese schön gefüllte Sample-Kiste. Alles so Sachen, die ich probiert habe. Und da waren auch akzeptable Sachen bei. Ich muss aber sagen, ich habe eine Living Bottle, die ist voll geworden. Ja, also 0,7 Liter Flasche voll mit Sachen, wo ich nicht so von überzeugt war. Es gibt also gerade eine Menge Whiskys, die man so empfohlen bekommt in Channels, wo man denkt, da muss man dabei sein. Und ich bin im Nachhinein glücklich dann, dass ich dann immer nur ein Sample mir bestellt habe. Alles junge Whiskys, bunten Bildern, die mir im Endeffekt aber gar nicht so wirklich geschmeckt haben. Und die sind dann da auch in der Living Bottle gelandet. Ja. In meiner Sommerpause hat mich natürlich durchweg begleitet Bannerheim 12. Ja. Also an der Ostsee und immer wieder zwischendurch, muss man so sagen, das ist eigentlich der Favoriten-Whisky gewesen in meiner Sommerpause. Ich öffne mal das tolle Teil hier. Habe ich über Instagram. Ja, hat jemand da so ein schickes Bild von gehabt? Der Sebastian. Ja, Sebastian war es. Ich habe immer gesucht nach Dingen, gerade wo ich im Urlaub war, wie man so ein Ding dann transportieren kann, ohne dass es kaputt geht, man es in Zeitung einwickeln muss und so weiter. Ja, vielleicht nochmal richtig so. Fand ich gut, ja. Drauf schauen zu. Nehme ich gleich mal das Glas. Fand ich eine feine Sache. Kann man wohl mit so einem 3D-Drucker machen. Wer da Bedarf hat, der kann es unten reinschreiben, dann sage ich nochmal, wer derjenige genau war. Kann ich dann antworten. Ja, ich hüpfe mir mal hier da so ein bisschen ein vom Banner 12. Lässt sich besser erzählen. Ja. Ja. Fantastisch. Begleitet mich immer wieder. So. Ansonsten habe ich noch in Greiz bei der Holly die schöne Sache hier geholt. Platz für zwei Glencairngläser. Gab es bei der Holly für etwas über 30 Euro. Die Dinger kosten sonst, glaube ich, immer über 50, habe ich geguckt. Bei Holly, Whisky Bass, der Kanal, etwas über 30, bin ich der Meinung. Habe ich sofort zugeschlagen, ja. In Greiz auf der Whisky-Messe. Auch eine feine Sache. Wollte ich noch kurz gezeigt haben, ja. Hier gab es übrigens vom Sebastian auch noch so einen Deckel dazu. Fürs Glas. Ja. Auch eine feine Sache. Passt genau drauf. Ja. Gut. Ich sag dazu, ich stelle euch hier vor, heute meine, in Anführungsstrichen, Sommerpausen-Whiskys, meine drei besten. Die, die mir geschmeckt haben, von denen ich überzeugt war. Oder sagen wir mal, was mich auf den Messen umgehauen hat, ja. Vorher noch, ich erzähle schon wieder, ich war natürlich noch in der bei Elsburn und habe diesen fantastischen Fassdeckel mir ergaunern können. Der kommt hier dann demnächst noch an die Wand. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber der müsste hier dann so perfekt hinpassen, ja. Feine Sache, dass die Anna mir da so ein Ding zur Verfügung gestellt hat. Ja, also ich habe den gekauft, ich habe den nicht geschenkt bekommen. Aber das war eine Brennerei in dem Sinne, die das auch möglich macht. Ich habe noch andere angeschrieben. Da kam eine Antwort, wir gucken mal und wir machen mal. Und dann war's das. Ich will jetzt aber keine Namen nennen. Ja, so. Kommt demnächst an die Wand. Gut, mein erster Whisky, der mich begeistert hat, ich glaube, ich fange rückwärts an. Und zwar war ich war in Greiz und habe dort von Angel Share
den Messe-Whisky probiert und der hat mich echt weggehauen und ich Trottel habe nicht gleich eine ganze Flasche gekauft und habe nun dann auf dem Köpenicker Whiskyfest die Jungs dort nochmal angesprochen und dann sagte mir, nee, er hat nichts mehr übrig, aber er konnte mir sagen, dass das von Thousand Mountains eine Abfüllung war und daraufhin habe ich den Whisky hier dann probiert. Das ist ein Thousand Mountains McRaven Single Malt Whisky in Cask Strange. Ja. Und der war lecker. Also wieder ein deutscher Whisky, wo ich mir gesagt habe, gut, der schmeckt nicht nach Korn und auch nicht nach Obstler. Der ist lecker. Ja. Ich werde die Whiskys, die drei, auch nochmal extra einzeln in einem Video vorstellen. Ich wollte es heute bloß mal so gezeigt haben. Ja. Also das ist der McRaven. Ein Cask Strange und 1000 Mountains. Ich finde auch die Flasche geil, ne? Muss man mal so sagen. Jo. Kriege ich nicht mehr eingepackt. So. Fand ich auch Hammer. Das ist übrigens ein Vorteil. Wenn du auf Messen gehst, ich musste nicht die ganze Flasche kaufen. Ich habe hier einen schönen Preis für den Rest ausgehandelt. Ich kann einfach oftmals gar nicht eine ganze Flasche trinken. Seht ihr ja an den Samples hier. Das geht nicht. Und nebenbei will ich auch noch meinen Bannerheppen 12 trinken, ja. Ach so, ich habe eine neue Kamera. Das ist auch noch eine Veränderung. Ich hatte vorher eine Canon EOS 600D. Die konnte nur 12 Minuten Video aufzeichnen. Jetzt ist eine EOS 700D und die schafft eine halbe Stunde. Das heißt, ich kann ein bisschen länger quatschen und kann dann aber auch ein bisschen mehr wegschneiden, ohne dass das hier dann immer so ist. Ich muss auf die Uhr gucken und weiß ich nicht was. Als nächstes habe ich hier diesen schönen Whisky. Ein von Mossburn. Ein Blair Atoll. Mit 57,2%. 14 Jahre alt. Den habe ich auch in Greiz gefunden. Und den habe ich auch. Da fehlt jetzt schon eine Menge. Also ich habe schon was davon weggetrunken jetzt hier. Auch als Ambroflasche gekauft. Wunderbar. Also Leute, geht auf Messen. Das klappt immer. Oder meistens. Ja. Und wobei ich glaube, der hier ist so ein bisschen seltener jetzt zu haben. Das ist ein Madeira gelagerter Wein. Das ist sehr, sehr lecker. Mich hat er wirklich, es war wieder so, ich habe gesagt, du, was hast du für mich? Ja, gib mir was an dem Stand, was mir schmecken könnte, beschrieben. Und der war es und super lecker. Also Mossburn, Blair Toll, 14 Jahre Madeira, stelle ich auch noch vor. Und zu guter Letzt noch das kleine Schmuckstück hier. Das ist ein Tomatin. Jahre alt, 2001 ist er abgefüllt worden und 2021 gebottelt. Und da fehlen dann aber die paar Monate, deshalb 19 Jahre. Das ist von Zanzibar ein Whisky zum 10-jährigen Jubiläum. Da habe ich eine volle Flasche da, die stelle ich auch noch vor, aber in einem anderen Video zum Thema Whisky sammeln. Und habe mich natürlich jetzt nun darum bemüht, wenn ich den Whisky habe, zum Sammeln. Ich wüsste ja gern, wie er schmeckt. Und ich habe diesen Rest hier abstauben können. Das war ein etwas teurerer Spaß, aber der hat sich absolut gelohnt. Da kommt auch ein Video dazu. Ich werde auch, denke ich, mit dem anfangen dann. So viel nur zu sagen. Also das ist absolut dickfett Rosinen. Ich habe das Glas stehen lassen mit... Das leere Glas, das hat noch sechs Tage danach, hat das noch lecker nach diesem Whisky gerochen, also nach dem Rosinen. Ja, jetzt habe ich die alle wieder nach unten gestellt. Mein Fehler. Ach ja, ich bräuchte zwei Fässer. So, den können wir auch mal hinstellen. Gut, den Banner 12. Weiß ja jeder, wie er aussieht. So, das sind wie gesagt meine drei, die stelle ich hier vor. Da werde ich auch, wenn ich alle drei vorgestellt habe, denke ich,
werde ich euch daran teilhaben lassen. Ich mache also eine kleine Verlosung, wo entweder ein oder zwei Personen, das muss ich sehen, wie viel da noch übrig ist. Also entweder einmal, ich denke mal, ich mache zweimal 3CL. Also dass von jeder Flasche 3CL können dann zwei Leute, denke ich mal, das ist immer besser als nur einer, gewinnen. Aber das mache ich, wenn alle Videos durch sind. Also ich drehe dann die Videos einzeln ab und dann beim letzten kann man dann unterschreiben, ob man die haben möchte oder nicht. Ja, den packe ich auch noch dazu hier. Das ist übrigens dabei ein Greiz, ne? AD2 Chapters to Newcastle. Und die hatten da ein kleines Fass. Und ich muss dazu sagen, der hat 60,1%. Ich bin kein Rauchfan, sage ich immer. Ich sage das immer so. So langsam werde ich wahrscheinlich Rauchfan. Das ist eine Abfüllung, die nennt sich Quadrapelreifung. Also ist natürlich, wer den Spaßvogel kennt von AD2 Chapters in Newcastle, da kann sowas nur rauskommen. Ich war nebenan beim St. Kilian Stand und da sagte er zu mir, geh noch mal rüber und frag mal nach dem Fass, der mit Queen Margot aufgefüllt ist. Und habe ich schon gegrinst und bin rübergegangen und der hat sich so weggeschmissen dann. Ja, also hier ist kein Queen Margot drin im Fass gewesen. Richtig leckerer Whisky, der mir, obwohl er rauchig ist, in seiner Vierfachbelegung wirklich lecker geschmeckt hat. Komme ich auch noch zu, vielleicht an dem Tag dann, wo die Verlosung nochmal ist, da gibt es dann auch ein Sample von. Kleine Flasche habe ich mir mitgenommen, 0,2. Ja. So sieht es bei mir aus. Also, ich hoffe mal, die neue Kamera hat gut mitgespielt. Ich hoffe, der Ton stimmt. Wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht höre ich selber auch schon und dann kommt das Video gar nicht rein. Ja, das war es erstmal. Ich brauchte das einfach mal so ein bisschen jetzt hier, so ein Video, dass man wieder da ist. Ich muss sagen, es ist unheimlich schwer, wenn man ein, zwei Monate gar nichts gemacht hat, wenn man lieber in der Sonne gelegen hat und abends dann auch lieber gechillt hat, Plattform, Fernseher oder so, ja, dann sich hier hinzusetzen. Da hatte ich keine Muse zu, ja. Und ich denke, ich habe jetzt wieder einen guten Einstieg hier und freue mich, euch die drei vorzustellen. Es sind auch noch andere dabei. Ich habe noch von Cabinet ein Kaila mir gekauft, 10 Jahre alt. Der war auch Bombe. Wie gesagt, ich trinke keinen rauchigen Whisky. Aber der war beim Trinken so mild auf der Zunge und beim Runterschlucken ist er dann förmlich explodiert. Wahnsinn. Habe ich mir eine Flasche gekauft. Rauchigen Whisky. Ich habe mir eine volle Flasche gekauft, ja. Ansonsten natürlich auch aktuell St. Kilian, die Ambassador Choice Abfüllung und ich habe die letzte Flasche ungarische Eiche noch bekommen, da am Stand. Gibt viel zu erzählen, Stück für Stück. Ich bin erstmal wieder da, zurück aus der Sommerpause. Ich hoffe, ihr schaut mal wieder rein und in dem Sinne, Prost! Einer ist keiner.